Ja, hallo und willkommen zurück hier bei der High-End Society. Wir sind im High-End House in Wuppertal in unserem Headquarter und ich habe hier heute zwei Gäste. Einmal den Fabian Körner von Radio Körner aus Dresden und einmal den Christian Schmitz, Geschäftsführer von Schmitz HiFi und Video aus Koblenz. Wir wollen uns unterhalten, wie dieses tolle Paket, diese Aktion von ELAC und Clear Audio hier gemeinsam mit einem Plattenspieler und einem Lautsprecher an den Markt zu gehen, wie diese Aktion draußen im Handel ankommt. Und da möchte ich eigentlich mal direkt das Wort an den Fabian übergeben. Wie ist diese Aktion bei euch letzten Endes eingeschlagen in Dresden? Ja, wir waren sehr positiv überrascht, dass die beiden Marken, ELAC und Clear Audio, die wir schon lange begleiten und deren Produkte wir auch ja schon lange führen, mit dieser Aktion an uns herangetreten sind und haben uns sehr gefreut, dass auch diese beiden Marken da zusammengefunden haben. In der Kombination spannende Produkte möchten wir gerne unterstützen. Super. Und Christian, bei euch in Koblenz, wie war das? Ja, ziemlich identisch, Jürgen. Also ich kann auch nur sagen, ich fand es erstmal interessant, dass von der Industrieseite einfach zwei Firmen, die man jetzt normalerweise vielleicht nicht von den Produkten, aber von der Firmenphilosophie her nicht unbedingt beieinander sieht, dass die miteinander und dann auch letztlich beieinander auf uns zugekommen sind und haben gesagt, wir haben ein Paket geschnürt für den Endkunden und klar, Produkte finde ich super, ne? Lautsprecher, Schallplattenspieler, das sind schon tolle Sachen, die die beiden Firmen produzieren. Und von daher kann das nur funktionieren, ja. Jetzt ist es ja so, wir haben hier einen kompakten Lautsprecher und einen wirklich sehr benutzerfreundlichen Plattenspieler, der ja quasi fix und fertig mit Tonabnehmersystem geliefert wird. Wie stellt ihr das bei euch im Laden dar, Fabian? Also, wir haben es natürlich jetzt schon an die erste Stelle gerückt, weil wir denken, das ist einfach auch in der Radikalität dieses Konzepts zeigenswert. Sicherlich muss man auch einen radikalen Kunden dafür haben oder Interessenten dafür haben, weil es ist ja schon doch sehr spitz. Aber wir zeigen sie natürlich auch so in absoluter, sage ich mal, Kabellosigkeit, die möglich ist. Also wir nutzen auch die Funkübertragung vom Plattenspieler zum Lautsprecher, um auch die Flexibilität der Aufstellung zum Beispiel zu demonstrieren. Und ja, das ist im Moment die Anlage, die ein Kunde antrifft, wenn er den Laden betritt, die auch spielt, um einfach das spannendste Produktensemble der Stunde vielleicht zu zeigen. Ja. Christian, wie ist das bei euch? Wenn man über Wireless-Technologie spricht, dann denken ja fast alle immer so an Handy und Streaming und dergleichen und nicht so sehr an Platte und Lautsprecher. Wie wird das bei euch angenommen? Zum einen finde ich es ja erstmal spannend, dass wir eigentlich das machen, was wir jeden Tag machen. Ja? Wir kombinieren Produkte unterschiedlicher Hersteller zu einem Konzept und beraten das an den Endkunden, der möglicherweise vorinformiert, aber vielleicht auch nur Beratungsbedarf hat. Und da kommen natürlich auch solche Sachen zustande wie Wireless Streaming. Und in erster Linie ist natürlich der Gedankengang komprimierte Übertragung, flach klingende Musik oder sowas, was man vielleicht noch vor 10, 15 Jahren hatte, aber dass man jetzt tatsächlich auch einfach ein analoges Medium digital wireless übertragen kann an Lautsprechern, das finde ich nicht unbedingt ein Novum, weil es noch nie gegeben hat, aber jetzt in der Kombination dieser beiden Firmen mit den beiden Produktgruppen doch hochinteressant und deswegen steht das auch wie bei euch doch an positionierter Stelle, um zu sagen, okay, das möchten wir unseren Endkunden doch mal zeigen, ne? Und Ja. dann natürlich auch hören letztlich, ja. Ja, super. Da sind wir eigentlich auch schon beim Thema, beim Hören. Fabian, wenn wir daran denken, die Kunden, die ja in den Laden kommen, die so etwas dann jetzt sehen, wahrscheinlich auch ein bisschen Erklärungsbedarf erstmal haben möchten, die setzen sich doch sicherlich auch hin und hören die ganze Kombination. Wie sind da die Reaktionen? Weil das ist ja, wie Christian gerade schon sagt, das ist ein vollkommen neues Konzept. Platte auf einmal drahtlos. Wie reagiert der Kunde darauf? Also positiv, das muss man auch wirklich sagen. Wir hatten schon etliche Reaktionen. Du sprachst die Kompression auch an, was ja vermutet wird, wo man eigentlich dem Konzept an sich erstmal vielleicht Defizite oder sowas unterstellen würde, die aber dann widerlegt werden in dem Moment, wo man hört. Also spannend, klanglich und schlank in der Installation. Also wirklich, denke ich, kann eine sehr überzeugende Geschichte für viele werden, die Platte wieder beleben und vielleicht auch in einer zweiten Situation sowas mal benutzen wollen. Ich denke auch an Büro Ja. oder solche Ja. Arbeitssituationen, vielleicht mal um eine kleine Auszeit zu haben. Genau, da sehe ich doch Perspektiven auch für diese reduzierte Technik. Ne?
Kommen wir nochmal auf die Kunden zu sprechen. Bei dir im Firmennamen klingt ja auch das Thema Video mit. Das heißt, ihr werdet sicherlich auch das ein oder andere in diesem Bereich verkaufen und anbieten. Die Kunden, die sich jetzt für dieses ELAC und Clear Audio Konzept hier letzten Endes interessieren, sind das Leute, die tatsächlich primär wegen der Musik kommen, oder gelingt es euch damit halt eben auch eher TV- oder videoaffine Kunden wieder zurück zur Musik und zur guten Musikwiedergabe zu bewegen? Eine interessante Frage. Also ich sage mal, das zählt dieses Konzept schon eher unter Lifestyle. Ne? Also wir haben eine reduzierte Anlage, durchaus möglich, wie du gesagt hast, als Zweitanlage in einem weiteren Raum oder Geschäftsräume etc. zu platzieren. Es ist ja auch jetzt erstmal der erste Baustein. Ne? Also Clear Audio und ELAC haben sich einfach entschieden, einfach mal die ersten zwei Produkte zusammenzuführen. Natürlich ist das jetzt für einen großen Raum mit 50 Quadratmeter der falsche Lautsprecher, aber ist ja nicht schlimm. Ne? Man kann ja durchaus auch einen anderen Lautsprecher aus der Navi-Serie als großen Standlautsprecher dazu nehmen, dann habe ich einen größeren Raum beschallt. Ja. Der Brückenschlag dann zu Video sehe ich jetzt erstmal so nicht, weil wir natürlich keine Eingangskomponente haben, wo wir irgendwie den Ton von der Videosignalquelle drüber laufen lassen können. Aber wie gesagt, das ist ja der erste Baustein. Und wenn das auf fruchtbaren Boden fällt, wird das mit Sicherheit interessant, das noch weiter auszubauen. Mhm. Ja, abschließende Frage eigentlich noch. Die Industrie, namentlich hier ja Clear Audio und ELAC, machen ja auch einiges an Werbeunterstützungen für euch. Wie geht ihr damit um? Wie seht ihr das? Ja, das ist gut, dass ELAC und Clear Audio ja auch diese Kombination hier nutzen, um ein bisschen zu trommeln für das Thema, die Branche. Das ist ein spannendes Produkt, eine spannende Produktkombination. Wir freuen uns, dass auf unsere Möglichkeiten hingewiesen wird, diese Sachen noch zu erleben. Das ist ja auch eine der Aufgaben, die wir haben. Und wir möchten es auch erlebbar machen und bieten halt auch die Möglichkeiten, ELAC-Besucher auf unserer Website zum Beispiel Termine für eine Vorführung zu buchen etc. Ich weiß nicht, das werdet ihr sicherlich ähnlich handhaben. Genau, ne? Also die Marketingunterstützung, die wir so haben, die werden natürlich da auch in den Kanal mit hineinfließen. Grundsätzlich muss man natürlich erstmal sagen, ich finde es gut, dass es Industriepartner gibt, die ein klares Commitment an den Fachhandel senden, die sagen, okay, wir haben ein Produktportfolio, was wir über euch gerne abverkaufen, weil beratungsintensiv und so weiter, gibt es ja verschiedene Gründe, aber man sieht ja in der Fachhandelslandschaft bzw. in der Industrielandschaft auch sehr häufig, dass es halt andere Wege geht, wie Direktmarketing oder Vermarktung an den Endkunden an uns vorbei. Und deswegen ist es auch einfach so, dass man natürlich die Bemühungen seitens der Industrie von uns als Fachhändler auch einfach unterstützen muss. Also das finde ich zumindest, das ist eine schöne Sache, da sollte man dann auch dahinter stehen. Und wenn die Produkte dann noch passen, umso besser. Ne? Ja, ich glaube, das bringt es tatsächlich hier auf den Punkt. Wir haben hier zwei sehr stark engagierte Marken dabei. Wir haben hervorragende und ausgereifte Produkte. Und letzten Endes, die letzte Komponente, die dabei fehlt, ist, neben all der Informationen, die man natürlich auch über das Web bekommen kann, das ist die Emotion, das ist das Erlebnis. Und das kann es schließlich halt eben nur bei euch beim qualifizierten Fachhandel geben. Ja. Ich danke für euer Kommen. Vielen Dank für die Einladung. Danke für die Einladung. Wir werden schauen, was ELAC und Clear Audio vielleicht als nächstes aus dem Hut zaubern werden und freuen uns darauf, dieses Set jetzt erstmal live hören zu können, nämlich hier bei uns. Dankeschön. Tschüss. Vielen Dank. Danke.